New York ist sicher eine von den sehenswerten Städten, die es gibt. Und einfach alles, das Gesamtpaket, was die Stadt zu bieten hat, ist einfach unglaublich. Alle sportlichen Ereignisse, kulturelle Ereignisse und alle Touristen-Sehenswürdigkeiten sind einfach jedes Mal wieder ein Ereignis, wenn man das sieht. Zum Beispiel, wir hatten auf dem Times Square und dann geben die Rolling Stones einfach mal so ein spontaner Konzert. Vor allem der Jazz ist in New York ziemlich hat einen Fuß gefasst und ja, die Orchester, also die Philharmonika und die Metropolitan Opera, die Straße gegenüber, sind auch, also die Stadt selber ist an sich schon ziemlich cool. Also seit ich Posaune spiele, habe ich eigentlich einmal ein Vorbild gehabt und das ist der Joseph Alessi. Und dann habe ich gefragt, dass der in Italien oder Toskana einen Meisterkurs gibt. Und dann hat mich meine Schwester da umgemeldet, da bin ich hingefahren. Und dann waren also schon professionelle Posaunisten und ja, und ich war halt selber und dann ihm vorgespielt. Und am Ende vom Meisterkurs ist er zu mir gekommen und hat gesagt, er hätte gerne, dass ich zu ihm studieren komme. Ich war aber erst 16 Jahre alt, dann musste ich die Oberschule fertig machen und dann die Aufnahmeprüfung gemacht und es waren 150 Teilnehmer und da habe ich gedacht, ja, das wird wahrscheinlich nichts werden, aber irgendwie ist es dann gut gegangen und ja, jetzt bin ich da. Besonders an der Juilliard ist, dass das erstens mal in New York ist. New York ist eine Megastadt. Und im Viertel, wo sie ist, also Central Park West, direkt in Manhattan, neben der New Yorker Philharmonica oder Metropolitan Opera, also im besten kulturellen Viertel, was man sich gleich wünschen kann. Und ja, einfach die Fakultät, also super Lehrer sein, die meisten sind eben von der Met oder von der New Yorker Philharmonica und da kriegt man dann schon ganz viel mit. Da haben die New Yorker Philharmonica, die Metropolitan Opera und das Philadelphia Orchestra ein Benefizkonzert gemacht. Und dann hat mich mein Lehrer gefragt, ob ich Zeit habe mitzuspielen. Und dann habe ich natürlich gleich ja gesagt. Und dann habe ich mit ihm zusammen die erste Posaune gespielt. Und ja, es war eine super Erfahrung. Wir haben in der Carnegie Hall gespielt vor 3000 Leuten. Es war ausverkauft. Und ja, es war eine super Erfahrung, mit Profimusikern zu spielen. Und den Einblick zu kriegen und ja, war super.